Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, Die drei Studenten, gelesen von Thomas Jahn. Es war im Jahre 1895, als uns der Gang von Ereignissen, auf die ich hier nicht näher eingehen will, veranlasste, ein paar Wochen in einer unserer bedeutendsten und ältesten Universitätsstädte zuzubringen. In dieser Zeit passierte aber nebenbei eine kleine eigenartige Geschichte, die ich jetzt erzählen will. Ich brauche dabei wohl kaum besonders zu bemerken, dass ich irgendwelche Angaben, aus denen der Leser auf die wirkliche Begebenheit schließen könnte, vermeiden muss. Denn es würde sonst ungerecht und beleidigend sein, und es ist besser, wenn man über einen solch peinlichen Vorfall auch Gras wachsen lässt. Bei der nötigen und gegebenen Diskretion kann man jedoch das Vorkommnis selbst wohl erzählen, und ich möchte dieses daher auch nicht unterlassen, besonders auch, weil sich dabei die hervorragendsten Fähigkeiten meines Freundes Sherlock Holmes wieder einmal in glänzender Weise zeigten. Wir bewohnten damals ein paar möblierte Zimmer in der Nähe einer Bibliothek, wo Holmes eifrig alte englische Schriften studierte und ein dermaßen überraschendes Resultat hatte, dass ich dieser Sache gewiss später noch einmal ein besonderes Kapitel widmen werde. Eines Abends, als wir von einem Spaziergang am Flussufer heimgekehrt waren und rauchend auf unserem Zimmer saßen, klopfte es plötzlich an der Tür. Und herein trat ein bekannter, wegen seines wissenschaftlichen Rufes, hoch angesehener Professor vom St. Lucas College. Er war ein großer, magerer Mann von nervösem und leicht erregbarem Temperament. Sein glatt rasiertes Gesicht trug alle Spuren einer äußerst regen geistigen Tätigkeit. Ich hatte ihn nie anders als unruhig gesehen, aber dieses Mal befand er sich doch in einem solch hohen Grade der Erregung, dass entschieden etwas Außergewöhnliches geschehen sein musste. Er nahm sich gar nicht die Zeit, uns zu begrüßen, sondern platzte sofort los. »Sie müssen mir ein paar Stunden Ihrer kostbaren Zeit opfern, Mr. Holmes. In meinem College ist uns etwas sehr Unangenehmes passiert und ich wüsste, wenn Sie nicht zufällig hier wären, wahrhaftig nicht, was ich anfangen sollte. Sie alleine, Mr. Holmes, können mir helfen.« »Ich bin gerade in diesen Tagen sehr beschäftigt und kann keine Ablenkung gebrauchen«, erwiderte mein Freund, der sich von seinem Stuhl erhoben hatte. »Ich rate Ihnen daher, lieber polizeiliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.« Holmes hatte noch nicht zu Ende gesprochen, als ihm der Professor in sichtlicher Erregung entgegnete. »Nein, nein, mein lieber Herr, das ist vollständig unmöglich. Sobald man eine Sache der Polizei übergeben hat, kann man sie nicht mehr zurückziehen. Und hier liegt gerade ein Fall vor, wo es im Interesse der Anstalt in erster Linie gilt, jeglichen Skandal zu vermeiden. Von Ihnen weiß ich, dass Sie verschwiegen sind und kenne auch Ihre Fähigkeiten. Sie sind der einzige Mann auf Erden, der mir helfen kann. Ich bitte Sie inständig, Mr. Holmes, alles zu tun, was in Ihren Kräften steht.« Meines Freundes Laune war nie sehr rosig, wenn er für längere Zeit die ihm lieb gewordene Baker Street missen musste. Ohne seine Bücher, seine Chemikalien und seine heimische Unordnung fühlte er sich einfach nicht behaglich. Er zuckte ungnädig die Schultern, aber unser Besucher ließ sich dadurch nicht abhalten, in fließenden Worten und mit lebhaften Gebärden seine Geschichte vorzubringen. »Morgen ist der erste Tag der Abgangsprüfung, Mr. Holmes. Ich bin dabei einer der Examinatoren. Mein Fach ist Griechisch und eine der ersten Aufgaben besteht in der Übersetzung eines größeren Abschnittes aus einem griechischen Werk, welches der Kandidat natürlich nicht kennen darf. Diese Stelle lasse ich für gewöhnlich drucken, um sie erst unmittelbar vor der Prüfung auszugeben. Und es würde natürlich eine ungeheure Erleichterung für den Prüfling sein, wenn er sich diese Stelle vorbereiten könnte. Deshalb muss dieser Text streng geheim gehalten werden.
Heute Nachmittag gegen 3 Uhr erhielt ich die Abzüge aus der Druckerei. Es ist ein halbes Kapitel aus dem Thucydides. Ich musste es sehr sorgfältig durchlesen, weil der Text selbstverständlich durchaus fehlerfrei sein muss. Ich war um 4:30 noch nicht ganz fertig. Da ich aber einem Freund versprochen hatte, bei ihm den Tee einzunehmen, ließ ich die Korrektur auf meinem Schreibtisch liegen und ging fort. Ich mag etwas über eine Stunde ausgeblieben sein. Sie wissen ja, Mr. Holmes, dass bei uns im College überall Doppeltüren sind. Innen eine mit grünem Stoff überzogene und außen eine schwere eicherne. Als ich an die äußere Türe kam, war ich starr, einen Schlüssel darin stecken zu sehen. Im ersten Augenblick glaubte ich, ich hätte meinen eigenen abzuziehen vergessen, aber ein Griff in meine Tasche belehrte mich, dass dies nicht der Fall war. Der einzige zweite Schlüssel, der meines Wissens nach existiert, befand sich im Besitz meines Dieners Bannister. Dieser Mann ist seit 10 Jahren bei mir in Stellung und dessen Ehrlichkeit daher auch über jeden Zweifel erhaben. Es stellte sich heraus, dass der Schlüssel aber wirklich ihm gehörte und dass er in meinem Zimmer gewesen war, um mich zu fragen, ob ich Tee haben wolle, und dass er eben beim Hinausgehen in sträflicher Sorglosigkeit den Schlüssel hatte stecken lassen. Er muss kurz nachdem ich weggegangen war, in meinem Zimmer gewesen sein. Seine Vergesslichkeit würde sonst nur wenig geschadet haben, aber gerade heute hat sie wohl die schlimmsten Folgen gehabt. Sobald ich auf meinen Schreibtisch blickte, merkte ich, dass jemand meine Papiere durchstöbert hatte. Der Korrekturbogen bestand aus 3 Stücken, die ich beisammen gelassen hatte. Eines davon lag nun am Boden, eines auf einem Tischchen am Fenster und das dritte da, wo ich den Abzug durchgelesen hatte. Holmes regte sich jetzt zum ersten Male. Der Anfang am Boden, die Fortsetzung am Fenster und der Schluss, wo Sie gesessen hatten, sagte er. Ganz genau, Mr. Holmes. Ich staune über Sie. Wie können Sie das wissen? Holmes machte eine nervöse, abwehrende Bewegung. »Bitte, fahren Sie mit Ihrem interessanten Bericht fort, Herr Professor.« »Im ersten Moment dachte ich, Bannister hätte sich die unverzeihliche Freiheit genommen, meine Papiere zu durchsuchen. Er stellte dies jedoch mit größter Entschiedenheit in Abrede, und ich bin auch fest überzeugt, dass er darin die Wahrheit gesagt hat.« Es blieb also nur mehr die Möglichkeit übrig, dass jemand im Vorbeigehen den Schlüssel bemerkt und gewusst hatte, dass ich ausgegangen war. Dann eben mein Zimmer betreten hatte, um sich einen Einblick in meine Papiere zu verschaffen. Es steht nämlich überdies eine große Summe des Geldes auf dem Spiel, denn die beste Arbeit ist mit einem hohen Preis ausgezeichnet. Und ein gewissenloser Mensch kann daher sehr wohl gewagt haben, das Risiko auf sich zu nehmen, sich eben auf diese Art und Weise einen Vorsprung vor seinen Kameraden zu ermöglichen. Mein alter Diener war infolge dieses Vorfalles äußerst aufgeregt. Er fiel beinahe in Ohnmacht, als wir fanden, dass jemand sich Einblick in den Examenstext verschafft haben musste. Ich holte ihm ein bisschen Branntwein und er setzte sich in einen Stuhl, worauf ich eine genauere Untersuchung des Zimmers vornahm. Ich wurde sehr bald gewahr, dass der Eindringling außer den zerknitterten Papieren auch noch andere Spuren seiner Anwesenheit hinterlassen hatte. Auf dem kleinen Tischchen neben dem Fenster waren verschiedene Schnitzelchen von einem Bleistift, der offenbar dort angespitzt worden war. Es lag auch noch eine angebrochene Spitze dort. Der Kerl hatte das Kapitel aller Wahrscheinlichkeit nach in größter Eile abgeschrieben, den Bleistift dabei abgebrochen und ihn wieder frisch angespitzt. »Ausgezeichnet«, rief Holmes, der wieder bessere Laune bekommen hatte, weil der Fall seine Aufmerksamkeit mehr und mehr gefesselt hatte. »Das Glück ist Ihnen günstig gewesen.« »Das war noch nicht alles. Ich habe einen neuen Schreibtisch mit einem sehr feinen Überzug von rotem Leder. Und ich könnte darauf schwören, und Bannister ebenfalls, dass er vollkommen unversehrt war.«
Nun aber bemerkte ich einen richtigen 3 Zoll langen Schnitt darin. Keinen oberflächlichen Kratzer, sondern einen wirklichen Einschnitt. Aber das alleine war es nicht. Ich fand außerdem noch einen kleinen Klumpen von schwärzlichem, tonigem oder lehmigem Schmutze, in dem etwas wie Sägemehl zu stecken scheint. Ich glaube bestimmt, dass diese Spuren von dem Mann stammen, der die Papiere missbraucht hat. Fußabdrücke oder sonstige Zeichen, wodurch man seine Persönlichkeit feststellen könnte, waren aber nicht zu sehen. Ich war also mit meinem Witz am Ende, als mir plötzlich einfiel, dass Sie ja glücklicherweise in unserem Städtchen seien, und so bin ich schnurstracks hierher geeilt, um die Sache in Ihre erfahrenen Hände zu legen. Helfen Sie mir also, Mr. Holmes. Sie sehen, wie ich in der Klemme stecke. Entweder muss ich den Dieb ausfindig machen, oder die Prüfung muss verschoben werden, bis ich einen neuen Text für die griechische Übersetzung habe drucken lassen. Das kann aber nicht ohne die Angabe der Gründe geschehen und wird einen furchtbaren Skandal hervorrufen, wodurch natürlich nicht nur der Ruf der Fakultät, sondern eben der ganzen Universität geschädigt werden würde. Vor allen Dingen möchte ich Sie daher bitten, dass die Angelegenheit nicht an die Öffentlichkeit dringen möge. Ich bin gerne bereit, mich der Sache anzunehmen und Ihnen zu raten, so gut ich vermag, sagte Holmes, indem er aufstand und seinen Überzieher anzog. Der Fall ist gar nicht uninteressant. Hatte Sie irgendjemand in Ihrem Zimmer besucht, als Sie die Korrektur bereits bekommen hatten? Ja, der junge Daulat Ras, ein indischer Student, der in demselben Flügel wohnt. Er wollte mich über einige Einzelheiten des Examens fragen. An dem er selbst auch beteiligt ist? Jawohl. Und der Abzug lag auf dem Tisch? Soviel ich weiß, ja, jedoch war er noch zusammengerollt, so wie ich ihn mir aus der Druckerei geholt hatte. Er konnte aber als Korrekturbogen erkannt werden, wenigstens wenn man wusste, dass Sie einen solchen heute Vormittag erhielten. Das ist nicht unmöglich. Und sonst war niemand in Ihrem Zimmer? Nein. Wusste jemand, dass der Abzug in Ihrem Zimmer sein würde? Kein Mensch außer dem Drucker. Kennt dieser Ihren Diener? Nein, sicher nicht. Niemand hätte es sonst gewusst. Wo ist Bannister jetzt? Er befand sich in einem sehr elenden Zustand, als ich wegging, der arme Kerl. Er lag ganz gebrochen im Stuhl, aber ich kümmerte mich nicht weiter um ihn. Ich hatte zu große Eile, zu Ihnen zu kommen, Mr. Holmes. Sie haben jetzt die Türe zu Ihrem Zimmer offen gelassen? Nur die Papiere habe ich rasch erst eingeschlossen. Dann, Herr Professor, muss, falls der Inder bei seinem Besuch die Rolle nicht als den Abzug erkannt hat, der Mann, der ihn dann auch abgeschrieben hat, eben ganz zufällig vorbeigekommen und hineingegangen sein. Eben ohne überhaupt von der Existenz dieses wichtigen Papieres Kenntnis gehabt zu haben. Das glaube ich auch. Holmes lächelte in seiner rätselhaften Weise. Nun, sagte er, wollen wir doch mal zusammen hingehen. Holmes griff nach seinem Hut, und ich tat dasselbe. Nichts für dich, Watson. Aber als er mein enttäuschtes Gesicht bemerkte, sagte er gutmütig lächelnd. Gut, komm mit, wenn du willst. Herr Professor, wir stehen zu Ihrer Verfügung. Von dem alten, moosbewachsenen Hof des Kollegienhauses führte ein gotischer Toreingang zu einer steinernen Wendeltreppe. Das Zimmer unseres Klienten lag im Erdgeschoss und hatte ein großes, vergittertes Fenster. Darüber wohnten im ersten, zweiten und dritten Stockwerk je ein Student. Es war bereits im Dunkelwerden, als wir angelangten. Holmes blieb stehen und blickte nach dem Fenster im Erdgeschoss. Dann ging er näher darauf zu, stellte sich auf die Zehen, machte einen langen Hals und schaute hindurch in das Zimmer des Professors. »Er muss durch die Türe hineingekommen sein«, sagte unser kundiger Führer,
Es gibt keine weiteren Fenster als dieses vergitterte hier. Wenn wir hier nichts weiter sehen können, meinte Holmes in seiner eigentümlichen Weise lächelnd, dann wollen wir doch lieber hineingehen. Wir betraten einen Korridor. Der Professor schloss die äußere Türe zu seinem Zimmer auf und führte uns hinein. Holmes begann sogleich eine genaue Untersuchung des Teppichs, während der Professor und ich, um ihn nicht zu stören, in einer Ecke des Zimmers stehen blieben. Hier finden sich leider keine Spuren, sagte er dann. Bei so trockenem Wetter kann man das aber auch nicht erwarten. Ihr Diener scheint sich übrigens wieder ganz erholt zu haben. Sie sagten, dass Sie ihn in einem Stuhl hätten liegen lassen. In welchem? In dem dort am Fenster. Ach so, dort neben dem kleinen Tisch. Nun können Sie näher kommen. Ich bin mit der Untersuchung des Teppichs fertig. Wir wollen jetzt zunächst das Tischchen hier uns vornehmen. Wie der Mann vorgegangen ist, kann von keinem Zweifel sein. Er ist in das Zimmer hereingetreten und hat die Papiere Stück für Stück vom Schreibtisch an dieses Fenstertischchen gebracht, weil er sie von hier aus über den Hof hat zurückkommen sehen können und dann auch noch sich rechtzeitig aus dem Staub machen konnte. »Aber tatsächlich konnte er es nicht«, warf der Professor ein, »denn ich bin durch einen Seiteneingang zurückgekehrt und nicht durch den Hof.« »Aha!« Aber immerhin hat er sich's doch so gedacht, denn er konnte damit rechnen, dass Sie über den Hof zurückkämen. Zeigen Sie mir nun bitte die drei Papierbogen. Der Professor übergab sie meinem Freund, worauf dieser sie lange mit seiner Lupe untersuchte. Keine Fingerabdrücke. Ich hatte vermutet, dass der Eindringling sich beim Spitzen des Bleistiftes den Daumen der rechten Hand mit dem Graphit eingeschwärzt hätte und dass wir dann auf dem Papier hier einen genaueren Daumenabdruck finden könnten, aber ich kann absolut nichts entdecken. Nun, mit diesem Bogen hat er den Anfang gemacht und ihn zuerst abgeschrieben. Wie lange mag er wohl bei höchster Anstrengung dazu gebraucht haben? Doch mindestens eine Viertelstunde. Dann hat er ihn weggeworfen und den zweiten geholt. Und er war bis zur Mitte gekommen, als er ihn infolge ihrer Rückkehr sehr rasch fallen ließ und fliehen musste. Sehr rasch, denn er hatte nicht so viel Zeit, die Papiere wieder an ihren Platz zurückzulegen, wodurch sie doch aufmerksam werden mussten. »Sie haben keine eiligen Schritte gehört, Herr Professor, als Sie die äußere Türe aufmachten?« »Nein, ich habe nichts gehört.« Holmes untersuchte nun die Holzschnitzeln, die auf dem Tischchen lagen. »Gut, er hat also so fürchterlich drauf losgeschrieben, dass er seinen Bleistift abgebrochen und ihn wieder angespitzt hat. Das ist interessant, Watson. Der Bleistift war kein gewöhnlicher. Er war ein dickerer als sonstiger Bleistift, sehr weich und aus der Fabrik von Johann Faber.« Das Holz war dunkelblau gefärbt und der Name des Fabrikanten war in silbernen Buchstaben eingedruckt. Das übrig gebliebene Stück ist höchstens noch 1,5 Zoll lang. Suchen Sie diesen Bleistift, Herr Professor, und Sie haben Ihren Mann. Zu Ihrer Erleichterung will ich Ihnen außerdem noch hinzufügen, dass er ein großes und wohl sehr stumpfes Messer hat. Der Gelehrte zeigte ein Gesicht, auf dem sich die Überraschung über diese vielen Auskünfte in fast komischer Weise ausmalte. »Die anderen Punkte verstehe ich ja zur Not«, sagte er endlich, »aber die Sache von der Länge, die will mir doch nicht recht.« Holmes hielt ihm ein kurzes Stückchen von dem Bleistiftholz hin, das der Unbekannte beim Spitzen auf den Tisch hatte fallen lassen. Man sah darauf die Buchstaben NN. Und noch einen kleinen freien Raum dahinter. Begreifen Sie es nun? Nein, auch jetzt noch nicht, fürchte ich. Watson, wofür hältst du diese NN? Sie bilden den Schluss eines Wortes. Es wird dir wohl bekannt sein, dass Johann Faber die bekannteste Bleistiftfirma ist.
Ist es also nicht klar, dass von dem Bleistift noch eben genau so viel übrig ist, als gewöhnlich noch vor dem Johann freier Platz sein muss? Plus derjenigen Länge eben, die die Buchstaben J, O, H und A einnehmen. Mehr auf keinen Fall, denn die beiden N's sind ja weggeschnitten, wie man hier sehen kann. Dann nahm er das kleine Tischchen und hielt es gegen das elektrische Licht. Ich hoffte, falls er auf dünnes Papier geschrieben hätte, auf der polierten Seite wohl noch eine Spur zu entdecken. Aber ich kann jedoch nichts sehen. Wir können hier nichts weiteres in Erfahrung bringen. Betrachten wir uns nun den Schreibtisch. Ja, dieses Klümpchen, das ist vermutlich der schwarze lehmige Schmutz, von dem Sie sprachen, Herr Professor. Es ist außen formlos, aber innen ungefähr wie eine Pyramide geformt. Ja, und hohl, wie ich sehe. Wie Sie richtig bemerkten, scheinen Spuren von Sägemehl oder etwas Ähnlichem darinnen zu sein. Wahrhaftig, das ist interessant. Und dazu der Riss auf Ihrem Schreibtisch, ein wirklicher Riss. Er fängt mit einem kleinen Kritzer an und endet in einem riesigen Loch. Ja, ich bin Ihnen so dankverpflichtet, Herr Professor, dass Sie mir diesen interessanten Fall übertragen haben. Das ewige Studieren auf der Bibliothek und das Herumstöbern in den alten Schriften, das haben meinen Geist so richtig abgestumpft. Da kommt mir ein so anregender Fall doch gerade recht. Ich werde morgen mit frischen Kräften zur Bibliothek gehen. Wohin führt diese Türe dort? In mein Schlafzimmer. Sind Sie, seitdem die Sache passiert ist, schon einmal drinnen gewesen? Nein, ich kam nur in dieses Zimmer und bin dann direkt zu Ihnen gelaufen. Ich würde gerne einen Blick in Ihr Schlafzimmer werfen. Der Professor öffnete uns die Türe, und wir betraten einen jener Räume aus der höchsten Blütezeit der englischen Gotik, ehe dieser Stil noch in die unnatürlichen Formen der späteren Zeit ausgeartet war. Die Wände waren getäfelt und die Holzdecke war eine Sehenswürdigkeit für sich. Selbst in jener Stadt, wo das Auge durch Ähnliches schon viel zu verwöhnt ist. Was für ein reizendes, altertümliches Zimmer. Wollen Sie bitte einen Augenblick warten, bis ich den Fußboden untersucht habe? Nein, es gibt nichts zu sehen. Wozu dient dieser Vorhang? Sie hängen Ihre Kleider dahinter auf. Und wenn sich jemand in diesem Zimmer verbergen müsste, so könnte er es eigentlich nur hier hinter tun. Ja, denn das Bett ist viel zu niedrig und der Kleiderschrank viel zu klein. Jetzt steckt vermutlich keiner dahinter. Als Holmes den Vorhang zurückzog, merkte ich ihm an, dass er auf eine Überraschung gefasst war. Aber in der Tat barg der Vorhang nur 3 oder 4 Anzüge, die an einer Kleiderleiste hingen. Holmes wandte sich zurück und beugte sich plötzlich tief hinab auf den Boden. »Ja, hallo, was ist denn das hier?« rief er. Er hatte einen kleinen tonartigen Schmutzklumpen gefunden, der innen pyramidenförmig hohl war, und hielt ihn in flacher Hand unter die elektrische Lampe. »Ihr Besucher scheint nicht nur in Ihrem Studier, sondern auch in Ihrem Schlafzimmer gewesen zu sein, Herr Professor.« »Was kann er hier nur gewollt haben?« »Das scheint mir nicht allzu schwer erklärlich zu sein. Sie kamen auf einem unerwarteten Wege zurück, so dass er sie nicht eher bemerken konnte, bis sie bereits eben an der äußeren Türe angelangt waren. Was blieb ihm anderes übrig? Er raffte alles auf, was ihn direkt hätte verraten können, und stürzte in ihr Schlafzimmer, um sich eben hier zu verbergen.« »Heiliger Himmel, Mr. Holmes! Sie meinen, dass wir während der ganzen Zeit, die ich mit Bannister verhandelte, den Kerl nebenan eigentlich gefangen hatten, wenn wir es nur gewusst hätten?« »Ja, so denke ich es mir.« »Dann besteht aber noch eine andere Möglichkeit, Mr. Holmes. Ich weiß nicht, ob Sie mein Schlafzimmerfenster betrachtet haben.«
Es ist ein Gitterfenster mit drei Eisenstäben, die weit genug auseinanderstehen, um einen Mann zur Not auch hindurchzulassen.« »Ganz recht, und es mündet auf eine Ecke des Hofes, die ziemlich verdeckt liegt. Der Mann kann also auch hier eingestiegen sein, die Fährte in der Kammer zurückgelassen haben und dann, als die Türe offen stand, auf dem natürlichen Wege hinausgeschlüpft sein.« Holmes schüttelte ungeduldig den Kopf. »Wir wollen nicht so unpraktisch denken«, antwortete er. »Wenn ich Sie richtig verstanden habe, benutzen drei Studenten die Haustreppe und gehen täglich mehrmals an Ihrer Türe vorbei, ne?« »Jawohl, das ist so.« »Und Sie stehen alle drei vor dem Examen?« »Ja.« »Haben Sie auf einen stärkeren Verdacht als etwa auf die anderen?« Der Professor zögerte mit der Antwort. »Das ist eine delikate Frage«, sagte er dann. »Man spricht nicht gerne einen Verdacht aus, für den man keine Beweise hat.« »Lassen Sie uns nur den Verdacht hören. Wenn er begründet ist, für den Beweis will ich dann schon sorgen.« »Ich will Ihnen dann also die Charaktere dieser drei Mitbewohner kurz schildern. Der unterste derselben heißt Gilchrist. Er ist ein fleißiger Student und auch ein tüchtiger Turner. Er gehört dem studentischen Reit- und Cricket-Club an und hat schon so einen Preis im Hürdenrennen und einen im Weitsprung bekommen. Er ist außerdem ein sehr schöner und stattlicher junger Mann. Sein Vater war der bekannte Baron Jabez Gilchrist, der sich durch den Sport aber finanziell ruiniert hat. Mein Zögling ist daher auch in verhältnismäßiger Armut hinterlassen worden, aber er arbeitet sehr fleißig, so dass eines Tages wohl auch etwas Tüchtiges aus ihm werden wird. Im zweiten Stock, da wohnt der Inder Daulat Raas. Er ist ein ruhiger und tief angelegter Mensch, wie die meisten eben seines Stammes. Er ist einer der ersten in seinen Leistungen. Freilich ist Griechisch wohl seine schwächste Seite. Er arbeitet aber sicher und methodisch. Im obersten Stockwerk, da liegt das Zimmer von Miles Laren. Er macht glänzende Arbeiten, aber wenn er überhaupt welche macht. Er ist entschieden einer der intelligentesten Studenten an der ganzen Universität, aber er ist launenhaft, zerstreut und vor allem haltlos. Er wurde wegen einer Spielsache gleich im ersten Jahr beinahe entlassen. Er ist die ganze Zeit über faul gewesen und muss der Prüfung trotz seiner unbestreitbaren Begabung wohl nun mit Besorgnis entgegensehen.« »Dann trauen Sie es diesem also wohl zu?« Der Professor sah verlegen auf den Boden. »So weit möchte ich nicht gleich gehen, doch von den dreien ist's bei ihm nach meiner Ansicht nach am wenigsten unwahrscheinlich.« »Gut, nun möchte ich doch noch gerne Ihren Diener sprechen, Herr Professor.« Dieser drückte auf den Knopf einer elektrischen Klingel, worauf Bannister erschien. Er war ein kleiner Mann, von etwa 50 Jahren, mit blassem und glatt rasiertem Gesicht. Er litt noch offensichtlich unter der plötzlichen Störung, die den gewohnten ruhigen Gang seines Lebens unterbrochen hatte. Seine Gesichtsmuskeln zuckten noch. Und auch seine Finger zitterten noch vor Aufregung. Sein Blick schweifte unstet von einem von uns zum anderen. »Wir wollen jetzt die unglückliche Geschichte genauestens untersuchen«, sagte der Professor in väterlichem Ton zu ihm. »Jawohl, Herr Professor.« »So viel mir gesagt worden ist, haben Sie den Schlüssel hier in der Türe stecken lassen«, fragte Holmes. »Jawohl, Sir.« »War es nicht sehr auffallend, dass es Ihnen gerade an dem Tage passiert ist, als diese wichtigen Papiere hier offen auf dem Tische herumlagen?« »Es war ein höchst unglückliches Zusammentreffen, Sir, aber es wäre auch sonst schon einmal vorgekommen.« »Um welche Zeit haben Sie dieses Zimmer hier betreten?« »Gegen 16:30, wenn Herr Professor seinen Tee einzunehmen pflegt.« »Und wie lange haben Sie sich hier in diesem Zimmer aufgehalten?« »Als ich bemerkte, dass er nicht da war, bin ich auch wieder hinausgegangen.« »An was bemerken Sie denn für gewöhnlich, dass Ihr Herr ausgegangen ist?« »Die Türe zu seinem Zimmer ist dann stets verschlossen.«
Und warum sind Sie dann nicht sogleich umgedreht, als Sie bemerkten, dass die Türe verschlossen war? Sie brauchten doch unter diesen Umständen das Zimmer gar nicht zu betreten. Bannisters Blicke glitten unruhig an der Wand hin und her, so als suchten sie dort etwas. »Wenn der Herr Professor mir nicht besonders sagt, er sei ausgegangen, so stelle ich ihm den Tee einfach in sein Zimmer. Er kann ja in solchen Fällen stets bald wieder nach Hause kommen.« Auf Holmes fragenden Blick nickte der Professor bestätigend. »Wie oft waren Sie denn heute Nachmittag in diesem Zimmer?« »Zweimal. Als ich glaubte, meinen Herrn zum Tee nicht mehr erwarten zu dürfen, bin ich hineingegangen und habe die Sachen wieder abgeräumt.« »Haben Sie irgendetwas, eine Veränderung bemerkt, als Sie zum zweiten Mal das Zimmer betraten?« »Nein, ich konnte nichts bemerken.« »Haben Sie sich die Papiere dort auf dem Tisch näher angesehen?« »Nein, Sir, gewiss nicht.« »Und wie kam es dann dazu, dass Sie den Schlüssel abzuziehen vergaßen?« »Ich hatte den Präsentierteller mit dem Teegeschirr in der Hand und wollte eigentlich gleich wiederkommen, um den Schlüssel zu holen, aber habe es dann eben vergessen.« »Sagen Sie, hat die Tür ein gewöhnliches oder hat sie ein Springschloss?« »Nein, Sir, ein gewöhnliches.« »Dann hat die äußere Türe also die ganze Zeit offen gestanden, solange der Schlüssel hier herinnen steckte?« »Jawohl, Sir.« »Und wenn jemand im Zimmer war, dann konnte er zu dieser Türe hinaus?« »Jawohl, Sir.« »Als der Herr Professor aber dann zurückkehrte und sie hereinberief, da waren Sie ziemlich bestürzt.« »Jawohl, Sir. So etwas Unglückliches ist mir während der gesamten langen Zeit, die ich schon hier bin, noch kein einziges Mal passiert. Ich wurde fast ohnmächtig, Sir.« »Davon habe ich gehört. Wo standen Sie, als Sie sich unwohl fühlten?« Wo ich stand, Sir? Hier, in der Nähe der Türe.« »Das ist doch merkwürdig. Weil Sie sich doch in jenen Stuhl dort drüben in der Ecke gesetzt haben. In solchen Fällen pflegt man sich doch auf den nächstbesten Stuhl zu setzen, ohne noch lange vorher durch das Zimmer zu laufen. Warum sind Sie an den anderen Stühlen vorbeigegangen?« »Ich weiß es nicht, Sir. Ich habe mich nicht darum gekümmert, wo ich mich hinsetze.« »Ich glaube auch nicht wirklich, dass es mit Absicht getan hat, Mr. Holmes. Er sah sehr, sehr schlecht aus. Ganz fahl«, warf der Professor ein. »Und als Ihr Herr dann hinaus war, da sind Sie noch hier geblieben?« »Ja.« »Und wie lange noch?« »Höchstens noch eine Minute, bis ich mich wieder besser fühlte. Dann habe ich die Türe zugeschlossen und bin zurück in mein Zimmer gegangen.« »Haben Sie irgendeinen Verdacht, und wenn ja, gegen wen?« »Oh, ich wage nichts darüber zu sagen. Ich glaube nicht, dass irgendeiner der Herren von der gesamten Universität einer solchen Tat fähig ist. Ich kann es mir aber auch gar nicht vorstellen.« »Ich danke Ihnen, es genügt mir«, sagte Holmes. Der durch das Verhör ganz verwirrte Diener atmete sichtlich erleichtert auf und war schon an der Türe, als Holmes ihm plötzlich zurief. »Oh, noch eine Frage. Sie haben doch bei den drei Studenten, die Sie auch bedienen, nichts davon erwähnt, dass hier etwas passiert ist.« »Nein, Sir, kein Wort.« »Und haben Sie inzwischen überhaupt noch jemand anderen getroffen?« »Nein, Sir.« »Gut. Nun wollen wir vielleicht doch einen Schritt weitergehen, Herr Professor, wenn es Ihnen gefällig ist.« Wir gingen hinaus in den Hof und sahen von dort aus, dass die drei übereinanderliegenden Fenster erleuchtet waren. »Ah, Ihre drei Vögel scheinen in ihren Nestern zu sein«, sagte Holmes. »Aber hallo, was ist denn das? Der eine scheint ja gar ziemlich unruhig zu sein.« Es war der Inder. Sein dunkler Schatten zeigte sich plötzlich am Vorhang. Er schritt offensichtlich schnell in seinem Zimmer auf und ab. »Ich möchte gerne einen Blick in diese drei Zimmer werfen und die Bewohner vielleicht etwas näher kennenlernen«, sagte mein Freund. »Lässt sich's vielleicht einrichten?« »Ohne besondere Schwierigkeiten«, erwiderte der Gelehrte.
Da dieser Teil des Gebäudes sehr alt ist und eine Sehenswürdigkeit, so ist es auch gar nicht auffällig, wenn Besucher hindurchgehen und sich die Räumlichkeiten vielleicht einmal anzusehen. Kommen Sie mit, ich werde Sie persönlich einführen. Aber bitte keinen Namen nennen, sagte Holmes, als wir bei Gilchrist anklopften. Ein hochgewachsener, blondhaariger, schlanker junger Mann öffnete die Türe und hieß uns willkommen, als wir ihm den Zweck unseres Besuches gesagt hatten. Das Zimmer enthielt wirklich einige besonders schöne Stücke mittelalterlicher Architektur. Holmes war über eines derselben so dermaßen entzückt, dass er darauf bestand, es in sein Notizbuch einzuzeichnen. Er brach dabei seinen Bleistift ab, so dass er sich von Herrn Gilchrist einen weiteren leihen musste. Und schließlich borgte er sich auch noch ein Messer von ihm aus, um seinen eigenen wieder anzuspitzen. Dasselbe Pech hatte er auch wieder, als er in der Wohnung des Inders eine weitere Skizze in sein Buch einzeichnete. Raas war ein ruhiger, junger Mensch von kleiner Gestalt und mit einer krummen Nase. Er sah uns etwas schief an und war offensichtlich froh, als mein Freund seine Architekturstudien endlich beendigt hatte. Ich konnte nicht bemerken, dass Holmes in dem einen oder anderen Falle auf die Spur gekommen wäre, die er gesucht hatte. Dem dritten Studenten erschien unser Besuch aber sehr ungelegen. Als wir anklopften, fragte er statt zu öffnen, was wir wollten. Und auf unsere Antwort erwiderte er nur mit einem lauten und mächtigen Fluchen. »Mir egal, wer Sie sind, gehen Sie zum Kuckuck!« brüllte drinnen eine Stimme. »Morgen ist Examen, ich kann keine Störung gebrauchen.« »Ein roher Kerl«, sagte unser Führer, rot vor Ärger, als wir die Treppe wieder hinunterstiegen. »Natürlich hat er nicht gewusst, dass ich es war, aber nichtsdestoweniger war sein Benehmen sehr unhöflich, aber im Anbetracht der Umstände vielleicht sogar tatsächlich verdächtig.« Holmes' Erwiderung lautete sehr merkwürdig. »Ja, können Sie mir die genaue Größe dieses Mannes angeben?« fragte er. »Das kann ich wirklich nicht sagen, Mr. Holmes. Er ist aber größer als der Inder und auch kleiner als Gilchrist. Er wird ungefähr 5,5 Fuß haben.« »Das ist sehr richtig«, sagte Holmes. »Und nun wünsche ich Ihnen eine gute Nacht, Herr Professor.« Dieser stieß einen lauten Ruf des Erstaunens und des Schreckens aus. »Gütiger Gott, Mr. Holmes, Sie werden mich doch hier jetzt nicht so kurz abfertigen. Sie scheinen sich meine Lage noch gar nicht klar gemacht zu haben. Morgen ist die Prüfung. Ich muss unbedingt heute Abend noch handeln. Ich kann das Examen nicht so vor sich gehen lassen, nachdem eines dieser Papiere abgeschrieben worden ist. Bekannt soll der Vorfall doch auch nicht werden und denken Sie doch bloß an den Skandal. Sie müssen sich an meine Stelle versetzen, um meine peinliche Situation ganz zu erfassen.« »Sie können nichts daran ändern. Ich werde morgen früh zu Ihnen herumkommen und die Sache weiter besprechen. Möglicherweise bin ich dann aber schon in der Lage, Ihnen einen bestimmteren Bescheid zu geben, der Sie dann instand setzen wird, Maßnahmen zu ergreifen. Unterdessen lassen Sie alles, genau wie es ist. Ganz genau.« »Jawohl, Mr. Holmes.« Der Gelehrte machte ein so unglückliches Gesicht, dass ein leichtes Lächeln um Holmeses Lippen spielte. »Seien Sie vollkommen beruhigt. Wir werden sicher einen Ausweg finden. Aber jetzt will ich die schwarzen Schmutzklümpchen und auch die Bleistiftschnitzeln mitnehmen. Inzwischen adieu.« Als wir wieder in dem dunklen Hof standen, blickten wir nochmals nach den Fenstern hinauf. Der Inder spazierte noch immer ruhelos in seinem Zimmer auf und ab. Die anderen waren nicht zu sehen. »Nun, Watson, wie denkst du über diesen Fall?« fragte mich Holmes, als wir wieder draußen auf der Straße standen. »Ganz wie ein kleines Kartenkunststück, nicht wahr? Du hast 3 Buben, einer davon ist's gewesen. Nun rate, welchen hältst du für den richtigen?« »Den Burschen in der obersten Etage, der so fluchte. Ihm hat zudem der Professor das schlechteste Zeugnis ausgestellt. Aber der Inder, der machte auch so ein merkwürdiges Gesicht. Warum geht er die ganze Zeit in seinem Zimmer auf und ab?«
Da ist nichts weiter dabei. Das tun doch viele Menschen, wenn sie zum Beispiel etwas auswendig lernen wollen. Er sah uns aber so feindselig von der Seite her an. Das würdest du doch wohl auch tun, wenn dich unvermutet eine Anzahl fremder Menschen überfiele und du dich eigentlich auf die am nächsten Tage stattfindende Prüfung vorbereiten wolltest und dir daher doch wohl jede Minute kostbar wäre. Nein, dabei kann ich wohl nichts finden. Sein Bleistift und sein Messer waren auch nicht verdächtig. Aber mit jenem Burschen, mit dem ist's nicht in Ordnung. Holmes nickte unbestimmt gegen das Haus. Mit welchem? Ei, mit Bannister, dem Diener. Er hat dabei die Hand im Spiel, ganz gewiss, Watson. Er hat auf mich den Eindruck eines durchaus ehrlichen Mannes gemacht. Ja, auf mich auch. Das ist mir eben auch aufgefallen. Ein durchaus ehrlicher Mann. Hier ist übrigens die große Schreibmaterialhandlung und hier wollen wir mit unseren Nachforschungen beginnen. Es gab in der ganzen Stadt nur 4 derartige Geschäfte von irgendwelcher Bedeutung. Und in jedem zeigte Holmes seine Bleistiftabfälle her und bot einen ziemlich hohen Preis für einen Bleistift, wie er ihn beschrieb. Alle Verkäufer stimmten darin überein, dass sie einen solchen Bleistift zwar bestellen könnten, dass diese Sorte aber von ungewöhnlicher Dicke sei und daher selten auf Lager gehalten werde. Mein Freund schien durch seine Misserfolge nicht sonderlich betrübt. Er zuckte beinahe in komischer Weise entsagungsvoll mit der Schulter. »Das sieht nicht sehr tröstlich aus, mein lieber Watson. Die beste Spur hat uns zu nichts geführt, und ich hege wahrhaftig etwas Zweifel, ob wir nun ohne sie zum Ziel kommen werden.« »Weiß Gott, mein Lieber, es ist ja schon fast 9 Uhr, und die Wirtin sprach noch von grünen Erbsen, und wir sollten bestimmt um 7:30 zum Essen da sein. Nun, da wird sie ihre helle Freude haben, wenn wir jetzt endlich anrücken. Pass auf, so etwas schlägt dem Fass noch einmal den Boden aus. Du kommst ja immer zu spät und unpünktlich zu Tisch und verqualmst der armen Frau dann auch noch ihr Zimmer. Da wird sie dir nächstens kündigen und ich fliege natürlich mit hinaus. Das heißt aber nicht eher, bis wir das Problem von diesem nervösen Professor und seinem nachlässigen Diener und den 3 unternehmenden Studenten gelöst haben.« Holmes sprach an jenem Abend kein Wort mehr über die Sache, obwohl er nach unserem verspäteten Abendbrot lange Zeit in Gedanken versunken dagesessen hatte. Am anderen Morgen um 8 Uhr, als ich gerade mit meiner Toilette fertig war, kam er in mein Zimmer. »Nun, Watson«, sagte er, »es ist Zeit, dass wir nach St. Lucas hinuntergehen. Kannst du mit dem Frühstück noch etwas warten?« »Gewiss. Der Professor wird wohl in größter Unruhe sein, bis wir ihm einen positiven Bescheid bringen können.« »Das glaube ich auch. Kannst du ihm denn schon etwas Bestimmtes mitteilen?« »Ich glaube, ja.« »Du hast dir also ein Urteil gebildet?« »Jawohl, mein lieber Watson. Ich glaube, ich habe das ganze Geheimnis aufgedeckt.« »Ja, aber was hast du denn in der Nacht für Beweismaterial sammeln können?« »Hoho, ich bin nicht umsonst zu so ungewohnter Stunde um 6 Uhr in der Früh aufgestanden. Ich habe bereits 2 Stunden angestrengt gearbeitet und wenigstens 5 Meilen zurückgelegt, mein Lieber, eben um etwas zu finden. Sieh her.« Er hielt mir die flache Hand hin, in der 3 kleine Klumpen von schwarzem lehmigen Tone waren. »Aber Holmes, du hattest doch gestern Abend nur 2 solcher Dinge.« »Und eines habe ich heute Morgen gefunden. Es ist das schlagende Beweismittel. Wo Nummer 3 hergekommen ist, werden doch wohl auch Nummer 1 und Nummer 2 herstammen, ne? Was, Watson? Also komm, wir wollen unseren Freund nicht länger die Pein des Zweifels ausstehen lassen.« Der unglückliche Hochschullehrer befand sich ohne Frage in einem bejammernswerten Zustande, als wir ihn in seiner Wohnung aufsuchten. In ein paar Stunden sollte die Prüfung anfangen, und er wusste immer noch nicht, ob er den Vorfall bekannt geben oder den Schuldigen die Früchte seiner unlauteren Handlungsweise genießen lassen sollte.
Er konnte vor Aufregung kaum auf den Beinen stehen und lief Holmes mit ausgestreckten Armen entgegen. »Gott sei Dank, Mr. Holmes, dass Sie kommen. Ich fürchtete schon, Sie hätten es aus Verzweiflung aufgegeben. Was soll ich tun? Kann die Prüfung ihren Verlauf nehmen?« »Aber ja, lassen Sie sie auf jeden Fall beginnen.« »Aber dieser Schurke!« »Den will ich Ihnen sogleich vorführen.« »Sie kennen ihn?« »Ich glaube, ja. Denn wenn die Sache nicht in die Öffentlichkeit dringen soll, müssen wir uns hier nun selbst gewisse Rechte nehmen und einen sozusagen kleinen Gerichtshof bilden. Setzen Sie sich bitte dorthin, Herr Professor. Du, Watson, hierher. So, und ich will in diesem Sessel in der Mitte Platz nehmen. Ich denke, wir alle sitzen in der richtigen Positur, um dem Schuldigen einen gewissen Schrecken einzujagen. Bitte klingeln Sie jetzt.« Bannister trat ein, prallte jedoch in sichtlicher Überraschung und Furcht vor unseren richterlichen Mienen wieder zurück. »Wollen Sie bitte die Türe zumachen?« sagte Holmes. »So, Bannister, nun erzählen Sie uns doch mal der Wahrheit gemäß, wie sich der Fall von gestern zugetragen hat.« Der Mann wurde nun im ganzen Gesicht totenbleich. »Ich habe Ihnen alles gesagt, Sir.« »Nichts hinzuzufügen?« »Gar nichts, Sir.« »Dann muss ich Ihnen wohl ein paar Fragen stellen. Als Sie sich gestern da auf jenen Stuhl gesetzt haben, da taten Sie das, um einen Gegenstand zu verbergen. Einen Gegenstand, der verraten haben würde, wer im Zimmer gewesen sei, nicht?« Bannister wurde ganz fahl. »Nein, Sir, sicher nicht.« »Es ist ja nur eine Frage«, sagte Holmes sanft. »Ich gestehe freimütig ein, dass ich es nicht beweisen kann, aber es ist ja auch nicht allzu unwahrscheinlich, dass Sie genau in dem Augenblick, als der Herr Professor den Rücken zur Tür gewandt hatte, den Mann hinausgelassen haben, der sich dort im Schlafzimmer verborgen hatte. Denselben Mann, der sich auch Einblick in die Korrekturabzüge verschafft hatte.« Bannister leckte an seinen trockenen Lippen. »Da war kein Mann drinnen, mein Herr.« »Ach, das ist schade, Bannister. Bis jetzt haben Sie ja tatsächlich die Wahrheit gesprochen. Aber nun weiß ich, Sie haben gelogen.« Das Gesicht des Dieners zeigte jetzt dumpfen Trotz. »Es war kein Mann drinnen, Sir.« »Gestehen Sie's doch, Bannister, gestehen Sie's!« »Nein, mein Herr, es war niemand drin.« »Dann können wir von Ihnen keine weitere Auskunft erwarten. Wollen Sie bitte einstweilen hierbleiben? Stellen Sie sich bitte dort drüben, neben die Kamintüre. Nun muss ich Sie bitten, Herr Professor, die Güte zu haben, zu Herrn Gilchrist hinaufzugehen und ihn zu ersuchen, hierher zu kommen.« In der nächsten Minute kam der Lehrer zurück und brachte seinen Studenten mit sich. Er war eine stattliche, männliche Erscheinung, ein schlanker, geschmeidiger und behender Mensch mit elastischem Schritt und hübschem, offenem Gesicht. Seine unruhigen blauen Augen musterten uns der Reihe nach, bis er endlich in der Ecke den Diener gewahr wurde. Da trat die blasse Furcht auf seine Züge. »Erst die Türe zumachen.« Holmes setzte eine ernste, feierliche Miene auf. »Nun, Herr Gilchrist, wir sind hier ganz alleine und niemand braucht je zu erfahren, was wir hier unter uns verhandelt haben. Wir können also ganz offen zueinander sprechen. Wir wollen wissen, wie Sie, Herr Gilchrist, ein ehrenhafter Mann, in aller Welt dazu gekommen ist, gestern eine solche Handlung zu begehen.« Der unglückliche junge Mann taumelte rückwärts und warf Bannister einen entsetzten und vorwurfsvollen Blick zu. »Nein, nein, Herr Gilchrist, ich habe kein Wort gesagt, nicht ein einziges Wort«, rief der Diener. »Nein«, sagte Holmes, »aber eben haben Sie es getan. Nun, Herr Gilchrist, Sie werden wohl selbst einsehen, dass nach diesen Worten Bannisters Ihre Lage hoffnungslos geworden ist
und dass Ihnen jetzt nur noch ein offenes Bekenntnis nützen kann.« Einen Augenblick lang fuhr sich der junge Mann mit seiner Hand über das Gesicht, als ob er seine verzerrten Züge befühlen wollte. Im nächsten Moment warf er sich neben dem Tisch auf seine Knie, verbarg sein Gesicht mit den Händen und fing heftig zu schluchzen an. »Kommen Sie, kommen Sie, stehen Sie auf«, sagte Holmes begütigend. »Irren ist menschlich, und es kann Ihnen ja wenigstens niemand den Vorwurf der Verstocktheit machen. Es wird Ihnen wahrscheinlich jetzt schwerfallen, den Vorgang zu erzählen, und so will ich's lieber dem Herrn Professor sagen, wie sich alles zugetragen hat. Und Sie können mich verbessern, wo ich eben irre. Ist Ihnen das so recht?« »Ist schon gut. Hören Sie zu und Sie werden sehen, dass ich Ihnen kein Unrecht tue.« »Von dem Augenblick an, Herr Professor, als Sie mir nämlich sagten, dass kein Mensch, selbst nicht einmal Bannister, gewusst habe, dass sich diese wichtigen Papiere in Ihrem Zimmer befunden haben, begann der Fall vor meinem geistigen Auge eine bestimmte Gestalt anzunehmen.« »Den Drucker, den konnte man von vornherein aus dem Spiel nehmen, denn er hätte ja den Inhalt in seinen eigenen Wänden studieren können. Der Inder kam mir ebenfalls nicht verdächtig vor, denn wenn der Abzug zusammengerollt war, dann konnte er kaum wissen, was es denn war, was da auf ihrem Tisch lag, als er sie besuchte. Andererseits schien es mir auch kaum denkbar, dass jemand in ihrer Abwesenheit zufällig in das Zimmer getreten wäre und gerade an dem Tage, wo der Korrekturbogen auf dem Tische lag. Ich ließ also auch diese Möglichkeit außer Acht. Der Mann wusste, dass die Papiere drin waren, ehe er hineinging. Wie hat er es aber erfahren?« »Als ich in den Hof trat, betrachtete ich mir Ihre Fenster etwas genauer. Es belustigte mich, dass Sie vermuteten, ich erwöge die Möglichkeit, dass jemand am helllichten Tage und bei so vielen Nachbarn sich durch die Fenstergitter gezwungen hätte. Ein solcher Gedanke würde sehr töricht gewesen sein. Ich maß in Wirklichkeit aus, wie groß ein Mann sein müsste, um bloß im Vorbeigehen sehen zu können, was für Papiere auf dem Schreibtisch lägen. Ich selbst bin 6 Fuß hoch und konnte dies mit einiger Anstrengung. Ein kleinerer Mann würde es nicht mehr gekonnt haben. Sie werden bereits sehen, dass ich wohl Grund hatte zu glauben, dass der Student von ungewöhnlicher Größe wohl am meisten unsere Beachtung verdiente. Ich trat dann in das Zimmer und sagte Ihnen meine Ansichten bezüglich des kleinen Seitentischchens. Aus dem Haupttisch in der Mitte war ja nichts zu entnehmen. Bis Sie in Ihrer Beschreibung des Herrn Gilchrist erwähnten, dass er ein bedeutender Weitspringer sei. Da wurde mir sofort alles ganz klar, und es fehlten mir zum vollen Beweis nur noch einige unbeträchtliche Stützpunkte, welche ich dann alsbald in der Hand hielt. Die Sache trug sich folgendermaßen zu. Dieser junge Herr hatte seinen Nachmittag auf dem Sportplatz zugebracht und sich im Springen geübt. Bei seiner Rückkehr hatte er die Sprungschuhe unter dem Arm. Dieselben sind, wie Sie wissen, mit mehreren scharfen Nägeln versehen, um ein Ausrutschen beim Absprung sowie auch beim Aufkommen auf dem Boden zu verhüten. Als er an ihrem Fenster vorbeiging, da sah er infolge seiner Größe diesen Druckbogen auf dem Tisch offen daliegen. Er mutmaßte, dass es für das Examen ein wichtiger Abzug sei. Es würde ja nichts Böses passiert sein, wenn er nicht auf dem Weg zu seinem Zimmer in der Türe durch die Nachlässigkeit ihres Dieners den steckengebliebenen Schlüssel gesehen hätte. Es kam ihm plötzlich der Gedanke, hineinzugehen und sich zu überzeugen, ob es auch wirklich diese Abzüge seien. Es war gar kein gefährlicher Schritt, denn er konnte immerhin behaupten, dass er nur hineingeschaut hätte, um eine Frage an Sie, Herr Professor, zu stellen. Als er nun aber sah, dass es tatsächlich die vermuteten Papiere waren, da trat die Versuchung an ihn heran, der er leider zu widerstehen nicht vermochte.
Er stellte die Schuhe auf den Tisch. Was legten Sie auf den Stuhl dort am Fenster? Meine Handschuhe, antwortete der junge Mann. Holmes warf dem Diener einen triumphierenden Blick zu. Er legte also die Handschuhe auf den Stuhl und nahm die Korrekturbogen Blatt für Blatt, um sie abzuschreiben. Er glaubte, der Professor würde durch den Haupteingang zurückkommen, so dass er ihn vom Fenster aus sehen musste. Wie wir wissen, kam der Professor aber durch eine Seitentüre und wurde von Herrn Gilchrist erst dann bemerkt, als er schon an der Türe war. Ein Entrinnen war somit nicht mehr möglich. Er vergaß die Handschuhe, nahm nur die Schuhe und stürzte in das Schlafzimmer. Sie können sehen, dass der Riss auf jenem Tischchen anfangs nur flach ist, aber nach der Kammertüre zu immer tiefer wird. Das genügt wohl schon, um zu beweisen, dass der Schuh rasch in diese Richtung gezogen worden ist, in die der Eindringling hin geflohen ist. Die inzwischen etwas getrocknete Erde um einen der Nägel auf der Sohle war bei der hastigen Bewegung auf den Tisch gefallen und liegen geblieben. Ein zweites Bröckchen hatte sich ebenfalls gelockert und fiel dann in der Schlafstube herunter. Ich will hier noch bemerken, dass ich heute Morgen auf dem Sprungplatz war. Dort fand ich jenen dunklen Ton, mit dem man die Stelle des Niedersprunges bedeckt und die man dann mit feiner Lohe und Sägespänen überstreut, um das Ausgleiten der Springer zu verhindern. Ich habe hier eine Probe davon mitgebracht. Habe ich nun also die Wahrheit gesagt, Herr Gilchrist? Der Student hatte sich hoch aufgerichtet. »Ja, mein Herr, es ist wahr«, antwortete er. »Heiliger Himmel«, rief der Professor. »Und weiter sagen Sie gar nichts? Fügen Sie keine Entschuldigung hinzu?« »Oh, ja, ich habe schon noch etwas zu sagen, aber der Schrecken über diesen Schimpf hat mich doch etwas befangen gemacht und gelähmt. Ich habe einen Brief hier, Herr Professor, den ich heute in aller Früh nach einer ruhelosen Nacht nun niedergeschrieben habe. Es war lange, bevor ich wusste, dass mein Vergehen noch ans Licht gekommen war. Hier ist er. Sie werden daraus ersehen, dass ich entschlossen bin, nicht in das Examen zu gehen. Ich habe eine Stellung bei der Polizei in Rhodesien angeboten bekommen und werde unverzüglich nach Südafrika abreisen.« »Es freut mich wirklich zu hören, dass Sie aus Ihrer unsauberen Handlungsweise keinen Vorteil zu ziehen beabsichtigen«, erwiderte der Professor, sichtlich erleichtert. »Aber warum haben Sie Ihre Pläne gänzlich geändert?« Gilchrist deutete auf Bannister. »Dort steht der Mann, der mich auf den rechten Weg gebracht hat«, antwortete er. »Nun, Bannister, jetzt ist es aber wohl an Ihnen, ein Geständnis abzulegen«, sagte Holmes. »Sie werden jetzt verstehen, warum ich Ihnen auf den Kopf zusagte, dass es kein anderer als Sie gewesen sein konnte, der diesen jungen Herrn hinausgelassen hatte, als Sie alleine mit ihm im Zimmer zurückgeblieben waren. Die Flucht durch jenes Fenster war ja auch gleich unglaubhaft.« »Könnten Sie nun bitte nicht auch noch den letzten Punkt dieser Angelegenheit klären und uns vielleicht auch noch den Grund Ihres Handelns angeben?« Der Diener richtete sich aus seiner zusammengesunkenen Stellung wieder auf. »Es war sehr einfach, Sir, wenn Sie die Verhältnisse gekannt hätten, aber bei all Ihrer Bemühtheit konnten Sie diese nicht kennen. Vor Zeiten war ich erster Diener beim alten Baron Gilchrist, dem Vater dieses jungen Herrn hier. Nach dem Zusammenbruch seines Vermögens kam ich hierher als Diener an die Universität, aber ich habe meinen alten Brotherrn nie vergessen, wenngleich auch die Welt ihn vergessen hat. In Erinnerung an die alten Tage bewachte ich seinen Sohn, so gut ich halt eben noch konnte. Als ich nun gestern in dieses Zimmer trat, nachdem Lärm geschlagen war, fiel mein Blick sofort auf jene Handschuhe, die Herr Gilchrist auf dem Stuhl hatte liegen lassen. Ich erkannte sie gleich und durchschaute, was los war. Wenn sie der Professor sah, dann war das Spiel eben aus.
und ich ließ mich auf den Stuhl sinken und regte kein Glied, bis der Herr Professor zu Ihnen fortgegangen war. Dann kam mein armer junger Herr, der schon als Kind auf meinem Schoße gespielt hatte, aus der Kammer heraus und gestand mir alles. War es nicht natürlich, meine Herren, dass ich ihn zu retten versucht hatte? Und war es nicht ebenso natürlich, dass ich daraufhin zu ihm redete, wie es sein verstorbener Vater getan haben würde? Ihm zeigte und vorstellte, dass er aus einer solchen Tat keinen Nutzen ziehen dürfe. Können Sie mich dafür tadeln? Ich glaube nicht. Nein, in der Tat nicht, versetzte Holmes herzlich und stand von seinem Stuhle auf. Nun, Herr Professor, ich denke, wir haben Ihr kleines Rätsel gelöst, und unser Frühstück, das wartet zu Hause auf uns. Komm, Watson. Und Ihnen, junger Herr, wünsche ich, dass eine glänzende Zukunft Ihrer in Rhodesien erwartet. Eben sind Sie gesunken. Lassen Sie uns in Zukunft sehen, wie hoch Sie steigen können. Eine glühende Röte brannte auf den Wangen des Studenten, als wir durch die Türe hinausschritten.